Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 hinter Kaifek mit eurer Sue, der Danny, dem Markus, dem Martin und meiner Wenigkeit. Schönen guten Tag. Ja, moin. Jungs und Mädels, hoch die Hände. Wochenende. Jawohl, heute ist Freitag. Heute ist Freitag, ihr Lieben. Einmal müsst ihr uns noch ertragen, dann habt ihr es geschafft. Dann habt ihr zwei Tage Ruhe vor uns. Aber heute nochmal viel Arbeit. Wir müssen pflügen, wir müssen düngen, wir müssen kalken, das volle Programm. Werden wir diese Woche alles gar nicht schaffen, wissen wir heute alles gar nicht schaffen. Aber dafür geht's dann nächste Woche weiter. So, warte mal. Pflügen, oben. Der Martin steht hier auch noch rum. Wo wissen wir denn, oder wo wollten ihr den Anhänger? Unten in die Halle, wo der andere grüne bzw. der Ladewagen auch drin steht. Vorne rein. Das ist schon der. Ganz vorne am Hof. Vorne. Ich mag, ich verdichte das Silo, mach es schon mal zu, ne? Ja, ist in Ordnung. Bis wir dann das nächste Maiskram da fertig haben, dann können wir das zweite machen. Ich bin schon am Ding, Feld 35. Ja, alles klar. Und dann müssen wir vielleicht auch mal gucken, dass wir schon mal wegen Weizen und all dergleichen gucken, dass wir was auf dem Hof haben. Ja, das hatte ich eh, wollte ich eh vorschlagen, dass wir das nochmal nachgucken dann. Na, Baumwedlerin, alles klar da drüben. Der Logo. Ja, hier, die ganze Woche siehst du Sue auch nicht, ne? Die ist da mit ihrem Wald beschäftigt, ey, Junge. Die sind in ihrem Element. Sie hat ihre Berufung gefunden. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Sie ist die Holzkönigin. Genau. Ja, genau. Ja. Holzmichel. Also mit ihr würde ich keine Späße machen, gell? Kann auch ganz schnell die Kettensäge aus. Ja, genau. Hier war es ruckzuck. Ja. Ruckzuck bis der Hackschnitzel. Ja. Oha. Der Kopf ist der erste. Ja, genau. Zack, Kopf ab. Jawohl. Wie beschneidet man den Baum am besten? Man fängt unten bei der Wurzel an. Das ist mies. Das kann ich natürlich auf Wunsch auch noch machen. Der Marco steht da so, als wenn er sagen wollte, wie ging das nochmal? Nein. Passt schon. Wie war das mit dem... wie war das mit dem Düngen? Ja, macht ja nicht lustig. Nicht immer auf die kleinen Dicken. Ja, dann bist du eh die falsche Adresse. Richtig. Also klein und dick bist du gar nicht. Du hast mich noch nicht gesehen. Also ich kann dir schon sagen, ich brauche schon ein Nummernschild hinten. Ja, siehst du, ich habe eine Postleitzahl. Merkst du was? Oh, Scheiße. Junge. Total hier. Herr Martin, kannst du deine Bäume auch aus dem Weg holen? Das ist so. Das, ne? Andere Baustelle. Das ist nur schon mal, genau, andere Baustelle. Ich wollte mich nur mal eben da austoben. Ja, du wolltest dich nur mal austoben. Hätte ich mich jetzt wieder festgefangen, hätte es geheißen. Naja, die neuen Kontakten. Immer wieder die neuen. Ja, hast richtig. Du das denn nicht gesehen? Nee. Ich brauche mal einen leistungsstärkeren Trecker. Also ich habe den New Holland. Also mit dem Möhre... Bring den weg und hol den anderen. Ja, mach ich jetzt so. Das hat keinen Sinn mit dem kleinen Ding. Das ist Bullshit. Das Was macht, kann ich machen? Das macht keinen Spaß.
Tja, jetzt hätte ich gedacht, hätten wir jetzt einen Kalkstreuer, dann ab dafür. Dann hol doch einen. Miete doch einen. Den können wir rein theoretisch aber kaufen, weil wir brauchen den ja so oder so. Die Felder werden ja nicht weniger. Richtig. Machen wir so wie im auf dem Betrieb, ein Kalk, ein Dünger. Richtig. Ja. Ich fahr dann schon mal zum Händler. Aber mach den Kalkstreuer auch mit Pflegebereifung. Wir sind. Ja. Weil wenn der unterschiedliche Felgenfarben, damit man nicht durcheinander kommt und ab. Richtig. Aktuell habe ich weiß. Wenn du blau machst, dann wissen wir, dass es Dünger ist. Marc, kümmerst du dich drum? Zum Händler? Ja, ich kümmere mich drum. Ja, komm mit. Ich habe keine Ahnung, wo du bist, aber ich fahr schon mal. Ja, du bist auf dem richtigen Weg. Ich fahr auch zum komm Händler. Mit. Komm mit. Das geht super mit der Überladeschaufel hier. Gut her. Oh, ich kann diese dicken Bäume nicht fällen. Wieso nicht? Weiß ich nicht, aber irgendwie. Zugriff auch nicht aufs Land eventuell. Doch, das ist. Die gehören ja noch zu dem anderen dazu, wo auch die Tannen standen. Aber ich habe diesen blauen Ring, sehe ich, ja, aber den gelben. Dann da kriege ich auch nicht zum Gesicht. Ah, jetzt aber. So, du musst denen die Zähne zeigen, dann klappt das auch. Genau. Ja, ich kann sie absägen, aber ich muss sie so weit oben absägen. Das sieht kacke aus. Dann. Warte mal, was wollen wir jetzt? Müssen wir eh wegfräsen, die Stompen. Richtig. Ja, aber das ist ja kein Stompen mehr, denn das ist ja dann. Muss alles also weggefräst werden. Alles gut. Sonst musst du in die Hocke gehen und dann versuchen, dass du was schaffst. Ja, hab ich schon. Dann sehe ich den Ring aber nicht mehr. Dann ein Stück weiter vor oder zurückgehen. Ich hab alles schon probiert. So, den Waldrack können wir eh nicht kaufen, also mieten wir den wieder. Aber den Dingens tun wir kaufen. Den kleinen Waldrack kannst du aber verkaufen. Ja, der kleine Waldrack, den habe ich verkauft. Das heißt verkauft, der war geleased. Ja, zurückgegeben. Okay. Na gut, Aufbau. Der Streuer wird gekauft, ne? Genau. Nimmst aber den großen, ne, Marc? Ja, ich nehm den großen. Ich hab gut. Ich hab Pflegebereifung und Deckel. Mit dieser Andeutung, wer den größten hat. Eieiei. Ich hab den großen. Ja, du hast von mir aus den größten, das ist mir Wurst. Habt ihr Kalk auf dem Hof oder musst du Kalk kaufen? Noch alles auf dem Hof. Paletten haben wir noch, die bitte erst nehmen. Und dann kannst du, haben wir ja das Silo hinten, wo du Kalk kaufen kannst. Oh, passt, passt. Ja. Also Feld 35 und 36 ist schon mal gedrückt. Ja, alles klar. Arbeite mich jetzt hoch zu 34. Genau. Wer hat an der Uhr? Ist es schon so spät? Jawohl. So spät ist ein gutes Zeichen. Ich will Allrad haben. Was, Allrad? Allrad. Was du alle haben willst. Ja, gell. Ja. Der fehlt mir. Allrad und Differentialsperre, das merkst also, du nicht da. Also Marc, wenn ich jetzt hier um die Insel zwischen Feld 34 und 36 fahre, da fehlt irgendwie Bäume, ne? Das sieht irgendwie voll leer aus. Ist aber ein Sturm durchgegangen, ne? Ja, ja. Ne. Da hat aber Annegret ganz schön durchgehauen. Nein, es war Sabine, die bläst zu stark. Oder Sabine, von mir aus. Nur wir Frauen sind von Schuld. Aha, eine Sue, ich sehe sie. Hallo Sue. Die Männer sorgen für ein Hoch. Und wir sagen ein Tief, oder wie? Genau. Tja, machen wir noch mal ein bisschen Werbung für heute Abend ab 21 Uhr. Livestream auf Twitch. Mit einer Runde Arno 22.05. Ich habe also auch. Sind das eigentlich schon aus da? Was? Ich sag, ab 10:30 bin ich dann auch ungefähr da. Ja, ist klar. Ich habe auch schon mal geguckt gehabt. Ich hatte ja erzählt wegen dieser App, die es ja fürs Handy gibt. Die gibt's auch noch, die funktioniert komischerweise noch nicht mehr. Warum, weiß ich gar nicht. Diese Asteroiden-Miner. Muss ich auch mal gucken, was da los ist.
Also Suda sah ein bisschen komisch aus, gell, wie du den Stamm vor dir getragen hast. Dafür kann ich leider nichts. Sie hatte einen sitzen. Nein, da hat sie mal voll was stehen gehabt, obwohl sie Entschuldigung, ich bin nämlich auch jetzt. Ich habe ja schon die gelbe Karte vom letzten. Oh, hoffnungsloser Fall bei dir, weißt du? Ja. Was? Genau. Wenn ich 34 fertig habe, hätten wir nur noch Feld 33 zum Ding, ne? Ja. Ja, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich hab ein Problem. Herzlich willkommen zum Palettenpark Weitwurf. Die Palette landet auf dem Dach. Von unserem Supermarkt da dran. Fliegt der da hoch? Schafft er es, ihn runterzuholen? Die Superkräfte, die sind nicht mein Ding. Hören Sie mal zu, wie die Runde ist. Ja, keine Ahnung. Oh weh, oh weh, oh weh. Das wird eine lustige nächste Woche. Oh ja. Oh ja. Eigentlich gar nicht. Normalerweise sogar fliegen, aber wie das funktioniert, weiß ich nicht. Gell, Marc? Das weiß ich auch nicht. Sehr, ja, ja, das sehr weißt du. Nee, ich weiß das nicht. Schmeißt du einfach eine Palette dagegen, gleich fällt die andere ja runter. So, komm mal mit dem riesen Baum und hol den mal runter. Ja, wo bist du denn? Da hinten, wo der Mähdrescher steht. Nee, da kann ich jetzt leider nicht. Wieso reicht die Reichweite nicht so? Nee, mit dem Baum ist das blöd. Ich will gerade was ausprobieren. Ja. Oh, Danny, oh, Danny. Ich sag dir doch, die Superkräfte, die sind nicht für mich. Marc nimmt Anlauf. Marc fängt an zu kicken und jetzt geht die Klappe zu. Die hängt hier oben fest. Echt jetzt? Und schmeiß den Düngerstreuer hoch und lade auf. Über sieben. Warte mal, vielleicht kann ich. Wenn ich mich direkt runterstelle, meinst du, ich kann die aufladen? Ja, mach doch mal, probier doch mal. Warte mal, ich hab noch unten einen auf dem Boden und dann komm ich. Über sieben Dächer kalt ich gern. Nee, klappt nicht. Ah, irgendwas kann ich auch. Wo hängt denn die Kiste fest? Oma, auf dem Dach. Der Dachecke. Drück mal. Ach so. Ja. Da kommen wir richtig nah ran. Das ist die neueste Dachdeko. Willkommen beim Dachfußball. Am Start, Marc Bayer. Dann noch irgendwie ein Stück näher dran. Moment, ich hab vielleicht noch. Ich hab eine Idee. Vielleicht, wenn ich so. Dani, das wird wahrscheinlich genauso sein wie mit meiner Kartoffelkiste. Oh, was ist denn jetzt? Kannst ja, jetzt drück mal. Ja. Zu, das darf keiner sehen. Das darf keiner sehen. Hey, jetzt lass mich aber los. Schwede, ey. Mach mal einen Deckel zu. Irgendeiner müsste mich jetzt mal bitte runterlassen. Ich muss hier weg. Ihr füllt auf. Das war jetzt die beste Notlösung. Was habt ihr jetzt gemacht? Ich hab den Antingerstreuer samt mit Dreck angehoben, so Richtung Dach hoch, dass er auftanken konnte. Auch nicht schlecht.
Ja, beste Möglichkeit. Marc, ist nicht schon Feierabend? Nein. Der Marc denkt sich, oh Gott, wo habe ich diese Leute engagiert? Ja, aber ehrlich, ey. Wo habe ich, hab ich die nur ausgegraben? So, das ist 100% verdichtet. Komm, ich habe viel Lacher gesagt, verdanken. Ja, auf jeden Fall. War ja auch schön. Hast du noch woanders Paletten, Marc? Oder waren nein, das du musst jetzt zu dem Silo hinfahren, hinterm Hof. Okay. Komm zu mir, komm. Genau, da bei Martin in der Nähe ist das. Da steht das. Marc, meinst du, reichen 11% noch, um den Feld 33 zu machen? Ist ein kleines Feld, musst du probieren. Dünger ist so genial, da ist es ergiebig ohne Ende. Ja, ich weiß, ich habe jetzt 3 Felder damit gedenkt, mit 30%. Ja, hier darfst du drunter fahren, Danny. Ja, gut. Dann war's das für heute schon wieder. Wir werden jetzt noch eine Runde weiterspielen. Beziehungsweise wir werden jetzt noch eine Runde Felderbearbeitung machen, auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Treibt's nicht zu bunt. Bleibt gesund, natürlich. Ja. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mal in die Kommentare. Ihr könnt ja auch immer in die Kommentare schreiben, wie ihr das so mit dem Thema Corona umgeht. Könnt ihr ja einfach mal reinschreiben, was ihr so Erfahrungen macht und ja, alles mögliche halt. Bis dahin, wie gesagt, schönes Wochenende. Montag ab 15 Uhr geht's dann weiter mit einer neuen Folge hinter Kaifek. Und uns bleibt es einfach nur zu sagen, tschüss und bye bye. Ciao. 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 Ciao.